Muy buenos días a todas y todos Guten y Morgen oder guten Tag allerseits. Herzlich willkommen zu unserem Webinar Transport und Logistik für einen nachhaltigen Bergbau, Herausforderungen und Lösungen. Mein Name ist Dennis Kirschner. Ich bin Project Manager im Bereich Energie, Bergbau und Nachhaltigkeit in der AHG Chile und zuständig für unser Projekt Eco Mining Project, ein deutsch-chilenisches Netzwerk, gebildet von 86 Unternehmen und zwei Institutionen, die beitragen möchten zu einem nachhaltigeren Bergbau durch Erfahrungsaustausch über die aktuellen und relevanten Tendenzen im Bergbausektor, auch Kooperation und gemeinsame Projektentwicklung. Ich lade Sie dazu ein, unsere Webseite zu besuchen, ecominingconcepts.cl, die auf Deutsch und Spanisch verfügbar ist. Dort werden Sie die Profile aller Mitglieder finden und andere interessante Nachrichten. Ich werde im Chat auch den Link mitteilen. Dieses Projekt hat außerdem die Unterstützung des Bundesministeriums, des Energieministeriums. Ich werde Sie begleiten heute, aber wie Sie auf der nächsten Folie schon sehen werden, bin ich nicht hier alleine, sondern heute ist auch Iris Wunderlich dabei, Project Leader im Bergbau und Nachhaltigkeit. Hallo Iris, Dankeschön für die Einführung. Wir werden heute ein sehr besonderes Thema aufgreifen und vor allem besonders wichtiges für die nachhaltige Entwicklung des Bergbaus, Transport und Logistik. Und in diesem Thema, einem breiten Thema, haben wir ganz unterschiedliche Lösungen. Wir werden praktische Fälle aus Chile kennenlernen, aber auch die neuesten Technologien der deutschen Industrie. Nach jedem Themenblock haben wir da noch etwas Zeit für Ihre Fragen. Ich möchte Sie deshalb dazu einladen, Ihre Fragen direkt im Chat zu stellen und wir greifen die dann auf und werden sie nach jedem Block versuchen zu beantworten. Danke, Iris. Meinerseits möchte ich nur sagen, dass wir Simultan-Verdolmetschung haben. In Ihrem Menü von Zoom können Sie den Sprachkanal auswählen, wo Sie dann die Präsentation auf Deutsch oder auf Spanisch hören können. Und ich möchte auch jetzt schon allen Teilnehmern danken und unsere Sponsoren GEZ und das Institut für Geowissenschaften und Minsus und Advanced Mining Technology Center. Und damit schließe ich meine kurze Einführung, um das Wort an unsere Hauptgeschäftsführerin Cornelia Sonnenberg zu geben für die offizielle Eröffnung des Seminars. Ganz herzlichen Dank, dass du heute dabei bist. Guten Morgen allerseits. Danke, Denise. Im Namen der AHK Chile habe ich die Ehre, Sie heute ganz herzlich willkommen zu heißen zu diesem Webinar, das, wie schon vorhin gesagt wurde, ein sehr relevantes Thema aufgreifen werden in sowohl nationalen und globalen Kontext auf dem Weg zur Energiewende und auch zu einer klimabewussten Wirtschaft. Die großen Bergbauunternehmen in Chile haben sich dazu verpflichtet, ihre Emissionen zurückzufahren und deswegen untersuchen sie und führen sie neue Technologien ein im Bereich Transport und Logistik, um ihre Ziele zu erfüllen. Deutschland als Lieferant für Technologien mit seinen Hunderten von Unternehmen ist ein strategischer Partner, der sehr wertvoll ist bei diesem Übergang zu einem verantwortlicheren und umweltbewussteren Bergbau. Diese Unternehmen können und möchten mit erprobten Lösungen beitragen, mit Erfahrungen und Dienstleistungen, wie wir heute auch noch sehen werden. Eco Mining Concept ist ein Projekt, das von unserer Kammer durchgeführt wird, das diese Synergien nutzen möchte und noch engere Verbindungen herstellen will zwischen Chile und Deutschland, um auf diese Weise eine nachhaltige Produktion zu fördern und die Technologien der Zukunft. Deswegen möchte ich meinen besonderen Dank ausdrücken gegenüber dem
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, das dieses bedeutende Projekt unterstützt seit 2018. Und ebenso möchte ich dem chilenischen Bergbauministerium danken und insbesondere dem Staatssekretär, der uns heute begleitet, für ihre Teilnahme an diesem Webinar und die ständige Kooperation mit uns bei diesem und anderen relevanten Themen für beide Länder. Ich wünsche Ihnen allen viel Erfolg heute und ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Conny, für deine Worte. Und damit möchten wir direkt übergehen zu Chile. Und wir haben die Ehre, heute den Staatssekretär im Bergbauministerium, Edgar Blanco Rand, zu begrüßen für einige Begrüßungsworte. Ganz herzlich willkommen, Herr Staatssekretär. Bitte schalten Sie Ihr Mikrofon und Ihre Kamera ein. Muchas gracias. Ganz herzlichen Dank, Denise. Sie hören mich, ja? Zunächst einmal möchte ich für die Einladung danken zum heutigen Seminar. Ich möchte die Organisatoren begrüßen zu einem Thema, wie Cornelia schon gesagt, das sehr wichtig ist, nicht nur für Chile, sondern für die ganze Welt. Heute haben wir die Notwendigkeit, uns dem Klimawandel zu stellen. Hört man mich? Fragt der Vortragende. Es ist wichtig, denn das ist eine Herausforderung auf globaler Ebene. Und wir wissen, dass zwei Revolutionen gerade stattfinden. Erstens mal, wir brauchen Energie über nicht konventionelle erneuerbare Energien und außerdem die Revolution der Elektromobilität. Beide Herausforderungen geben Chile viele Chancen, vor allem, weil diese beiden Revolutionen sehr erzintensiv sind. Und wir sind ja ein Rohstofflieferant, ein rohstoffproduzierendes Land. Und was wir heute sehen, ist ein so schnelles Wachstum im Bedarf an Erzen oder Rohstoffen, dass wir heute Antworten brauchen. Und deswegen haben die Märkte reagiert in unterschiedlicher Weise und die Preise sind gestiegen, die Rohstoffpreise. Denn das Angebot ist nicht in der Lage, die Nachfrage zu decken. Und deswegen ist die Herausforderung noch größer, als Herstellerländer unsere Kapazität zu erhöhen und diese Rohstoffe verfügbar zu machen. Chile hat eine Schlüsselposition, um die notwendigen Rohstoffe zu liefern für den Klimawandel. Und wir arbeiten heute daran, denn wir müssen das heute lösen. Wir müssen auch berücksichtigen, die Bedingungen, die unser Land hat, die grundlegend sind, nicht nur um Rohstoffe zu liefern, sondern auch nicht konventionelle erneuerbare Energien zu benutzen. Wir wachsen in einem hohen Prozentsatz und verdoppeln die Kapazität in einem Jahr. Alles, was wir in den letzten 10 Jahren an Photovoltaik erreicht haben, wir sind ein unglaubliches Photovoltaik, ein Solarlabor. Auch zum Beispiel für den Bergbau. Warum sage ich das? Denn wir glauben, dass die komplette Kette, Wertschöpfungskette vom Bergwerk bis zum Endkunden eine Rückverfolgbarkeit aufweist, eine grüne Rückverfolgbarkeit, die den Prozess Nachhaltigkeit verleiht. Und dafür muss jede der Technologien, die wir benutzen können, die wir heute sehen werden, werden sehr wichtig sein, um den Carbon Footprint zu verringern und zu vermeiden. Worauf ziele ich ab? Alle Möglichkeiten, die wir haben, an natürlichen Ressourcen, an Kapital, um für unsere Produktion, muss von Stabilität begleitet. Und die Stabilität ist ein wichtiges Thema auf unserem Kontinent. Und wir müssen eben auch diese Stabilität garantieren für unsere Investoren. Die Qualität der Institutionen, der Wirtschaft sind wichtig, damit wir in der Zukunft die Rohstoffe liefern können, um den Klimawandel zu bekämpfen. Wir haben uns auch sehr stark eingesetzt und unserem Ministerium
für den Einsatz von grünem Wasserstoff. Das Ministerium erarbeitet gerade eine Politik für den Einsatz von grünem Wasserstoff. In den, nicht nur in der Produktion, sondern dass das auch ein Labor wird, damit dieser grüne Wasserstoff als Technik, als Energiezellen auch benutzt werden kann in anderen Aspekten der Industrie in unserem Land. Der Bergbau in Chile übernimmt eine wesentliche Rolle, eine Pionierrolle bei der Entwicklung dieser Technologie. Und damit können wir unseren Beitrag leisten zum Kampf gegen den Klimawandel mit unseren Erzen, mit unseren Leuten und mit unseren Technologien. Das heißt, wir sind verfügbar und werden uns weiterhin stark dafür einsetzen und sind offen für jede neue Technologie, und die, um diese so bald wie möglich einsetzen zu können und damit unseren Beitrag zu leisten. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns ermöglicht haben, Sie heute zu begleiten bei diesem Seminar, und viel Erfolg. El nexo con la próxima presentación y echar una mirada a la situación actual, es decir, ver cuál es el status quo de la descarbonización de los vehículos y la maquinaria en la industria minera. Y para ello doy la bienvenida a Gianni López Ramírez, director del Centro Mario Molina de Corfo y experto en temas de transporte y electrificación de vehículos y maquinaria minera. Entre otras cosas, desde abril de este año, miembro del Consejo Nacional de Electromovilidad, que tiene por objetivo asesorar y acompañar el proceso de actualización de la Estrategia Nacional de Electromovilidad. Así que, Gianni, tú nos puedes dar una visión un poco más general del tema, y te invito a encender tu cámara y tu micrófono, y te dejo la palabra. Muchas gracias, Denise. Muchas gracias. Danke an die AHK, an die Kammer, für diese Möglichkeit, dass wir über diese Themen sprechen können, wie der Vizeminister gerade auch erwähnt hat, die Wichtigkeit, wie die Dekarbonisierung global gesehen, auch in der Produktion unseres eigenen Landes, das ist etwas sehr Wichtiges. Wie gesagt, also ja, hier ist meine Präsentation auf Englisch. Wir werden über Dekarbonisierung sprechen, vor allem bei Lastkraftwagen, vom Blickpunkt der Emission aus, also die größeren Wagen. Bitte nächste Slide. Also in Ziffern gesehen, wie der Vizeminister auch gerade gesagt hat, hat die Dekarbonisierung natürlich mehrere Insights uns gegeben. Und in der Information, die wir haben und zu der wir Zugang haben, können wir bis zum Jahr 2020 sehen, dass wir 40 Milliarden Dollar exportiert haben. Und in der Lithiumindustrie, da fangen wir gerade erst an, und Wasserstoff ist auch erst in den Anfängen. Aber die Nachfrage der Dekarbonisierung, vor allem in der auch der Generierung von erneuerbaren Energien, können wir sehen, dass unsere Kupferexportation, dass das auch wachsen könnte auf 50 Milliarden Dollar. Und laut Corfo müsste auch Wasserstoff sich wichtig entwickeln in dieser Hinsicht. Also das könnten insgesamt über 25 Milliarden in Dollar Wachstum sein für uns. Und das ist einfach etwas sehr Relevantes für unser Land. Nächste Slide. Sehr relevant ist, dass dieser Wachstum natürlich auf Dekarbonisierung basiert, dass das wirklich grün ist, dass es ein grüner Wachstum wird. In diesem Sinne, wenn wir unser Energiekonsum ansehen, da gibt es eine sehr interessante Studie, die veröffentlicht wurde, in der
Chile Universität über Klimawandel, dass die Emission, dass die direkten Emissionen mit der Extraktion im Bergbauprozess zu tun haben. Also die Raffinerie, alles, was mit indirekter Energiekonsum zu tun hat. Wir könnten eigentlich sehen, dass CO2-Print, dass wir das eigentlich noch kontrollieren können. Aber alles, was mit den Lastkraftwagen, mit dem Transport, mit der Logistik, mit Diesel zu tun hat, das ist das Problem, was wir lösen müssen. Hier können wir sehen, dass die Emissionen, die direkten Emissionen, 5% der Totalemissionen des Landes sind, die assoziiert sind mit Klimawandel. Und das sind die Partikel, die verschiedenen Elemente, die uns zu dieser großen Herausforderung bringen, wie wir dass die Charakteristik, dass unsere Mineralien, die wir exportieren werden, dass diese auch grün sind, wie wir das als eine Charakteristik dazu arbeiten können, dass wirklich 80% oder mehr, dass wirklich, dass wir das optimisieren in dieser Hinsicht. Und das ist ganz klar, dass das unsere Herausforderung ist. Wir müssen uns da positionieren können. Wir müssen wissen, wie wir das hinbekommen. Und das ist auch sehr wichtig für die globale Dekarbonisierung. Und dass Diesel substituiert wird, ist eines der wichtigsten Aufgaben, einfach gesagt. Unsere Flotte ist 2200 Lastkraftwagen. Caterpillar, komma zu 600 bis Tonnen, 2000 HP. Und diese arbeiten in verschiedenen Arbeitszyklen, in verschiedenen Berg- und Bergbauunternehmen. Und jede von diesen Bergbauunternehmen hat verschiedene Charakteristiken. Es hat, man muss natürlich sehen, ob wir jetzt welcher Weg gefahren wird mit den Lastwagen, ob das jetzt nur ein Untertag ist oder offen, wie viele Kilometer es sind, von der Öffnung des Bergbaus bis zur ersten Verarbeitung des Materials. Jeder Ort hat verschiedene Charakteristiken. Und deshalb gibt es verschiedene Energiekonsumanzeigungen, die wir da evaluieren müssen, wie wir vorgehen. Und diese Gründe, das ist der Grund, warum dieser Carbon Footprint halt unsere Hauptherausforderung ist, dass wir bald damit anfangen, mit diesem Programm der Dekarbonisierung. Und hier ist noch etwas sehr Wichtiges, dass die Technologie, die wir visualisieren, ermöglicht uns neue Horizonte, dass wir uns vorstellen, dass es neue Lastkraftwagen geben kann für alle Bergbauunternehmen, für alle verschiedene Insights, die Lösung, zum Beispiel mit Batterien oder Wasserstoff. Damit könnten wir vielleicht schnellere Lösungen erarbeiten, aber auf Langzeit müssen wir hier wirklich diese Herausforderungen jetzt auf uns nehmen. Die große Flotte, die wir haben, insgesamt, wie der Vizeminister es auch gerade genannt hat, wir haben 10 Millionen Dollar, die investiert werden müssen, damit wir uns unseren eigenen Zielen der Dekarbonisierung auch nähern können, um neue Nischen zu eröffnen. In diesem Prozess, unser Kupfer zu dekarbonisieren zum Beispiel, ermöglicht uns auch eine Entwicklung von neuen Lösungen auch für den Rest der Welt zu entwickeln. Das ist auch unser Ziel,
Das ist das, was wir uns vorgenommen haben, dass auch eine Mitarbeit mit der lokalen Industrie erarbeitet werden kann, auch mit dem Exportsektor, dass wir Raffinerien auch auf High-Technology-Level bringen können, dass wir kombinierte Technologien einsetzen können. Hier sind die aktuellen KAIX, das Standard, wie wir heute arbeiten, Diesel, Elektrik, Technologie gesehen. Es ist eigentlich wie ein Dieselmotor. Es funktioniert mit einem Dieseltank, mit einem Motor, mit Kompression, mit einem Elektrogenerator, der den ganzen Powertrain dann mit Energie versorgt. Wir haben auch Motoren hinten in den Hinterrädern eingesetzt. Das ist die Technologie, die wir hier benutzen, und das ist auch der elektrische Generator arbeitet auch mit bei den Bremsvorrichtungen, aber das ist Energie, die irgendwie auch verloren geht. Ein paar von diesen Resistenzen, die in der ganzen, im ganzen Einsatz dieses Lastwagens zum Beispiel eingesetzt wird, das könnten wir besser benutzen. 30 oder 40 Kilowattstunden, das wird als Wärme halt auch verloren im Bremssystem. Das ist die Architektur eines heutigen KAIX-Lastwagens. Wenn wir uns die verschiedenen alternativen Technologien ansehen, die wir einsetzen könnten und die schon geprüft sind, also Batterien, da haben wir natürlich, die sind schon erarbeitet, ausgearbeitet. Wir wissen, wie sie funktionieren. Die sind auch nachhaltig. Und damit haben wir ein Powertrain, die es eigentlich simpel ist, einfach. Wo wir außerdem auch sehen können, dass es wirklich eine hohe Effizienz anzeigt im Powertrain. Links können wir sehen, das ist eine einfache Version eines elektrischen KAIX. Hier haben wir die Batterie, die Transmission und die Räder. Das, wir können auch sehen, dass die verschiedenen Motoren, die an den Rädern eingesetzt sind, dass es auch benutzt wird. Hier können wir schon sehen, dass die Roadmaps dieser technologischen Hilfen, die im Markt im Moment bestehen, dass eine Hybrid-Version existiert, die wir einsetzen könnten. Und zwar so, wie wir das hier sehen können auf diesem Schema, wo zusammen mit dem Motor ein paar Batterien für die Bremsvorkehrung eingesetzt werden. Damit könnten wir teilweise den Stromkonsum, den Energiekonsum auch etwas bremsen könnten. Nächstes Slide bitte. Und dann gibt es noch die Alternative. Ein Wasserstoff-Powertrain. Hier können wir sehen, hier können Sie sehen, dass es ein zentraler Aspekt ist eines KAIX, eines Wasserstoff-KAIX. Das ist auch natürlich ein sehr wichtiges Energiepark beinhaltet, denn dort werden dann die verschiedenen Energieüberschüsse dann wieder eingespeist werden können. Und das erhöht natürlich die komplette Effizienz dieses Powertrains. Und damit natürlich die gesamte Effizienz gegenüber eines Dieselmotors. Aber es ist nicht dasselbe wie Vollelektrik und mit Batterien. Und das andere ist dann links Trolley Assist, Electric Trolley Powertrain. Hier können wir sehen, wie die verschiedenen KAIX
eingesetzt werden, wo das die Lastwagen für in größeren Distanzen dann auch unabhängig sich bewegen kann, ohne dass sie verschiedene Charge-Stationen haben müssen. Wie Sie sehen können, ist diese Konfiguration sehr effizient und eigentlich auch simpler als ein Wasserstoff-Powertrain. Wie Sie sehen können, ist das in der nächsten Slide auch noch einfacher, wo wir die vergleichen können, wie die verschiedenen technologischen Möglichkeiten sich präsentieren für das Jahr 2021. Hier können Sie sehen, die verschiedenen Möglichkeiten, die ein KX, ein Hybrid-KX präsentiert, eine mit Brennstoffzellen, und die verschiedenen internen Brennstoffprozessen, die wir hier einsetzen können, die hier natürlich auch Konversionen mit verschiedenen Motoren und Erdgas-Motor oder Dual Fuel. Wie Sie sehen können, haben wir verschiedene Niveaus an Emissionsproduktion und die Dekarbonisierungsmöglichkeiten, die wir haben, sind natürlich die Brennstoffzellen. Und wie wir sehen können, auch bei den vollelektrischen KADEX ist das Thema der Kontrolle. Es gibt außerdem noch die Möglichkeit, in diesen Trolley, vor allem wo mehr Power eingesetzt werden muss, dass wir da mit einem KX zählen können, dass ein Teil des Wegs mit Diesel einsetzt, also vom und zusammen mit elektrischer Versorgung. Und wie gesagt, es gibt verschiedene Energiealternativen, die uns die Minderung der Abgase dann ermöglicht. Bis zu 30% in manchen Fällen. Wie gesagt, das Technology Collaboration Program ist auch sehr wichtig, weil die haben eine Studie erarbeitet, wo das Ganze nachverfolgt wurde. Und darauf basieren wir auch einige unserer Studien, wo wir wirklich sehen können, dass, wie gesagt, die Herausforderung groß ist, weil wir an die Assoziierung der Methanemissionen hängen oder Nitrogen. Und das sind auch Teil der Probleme des Lebenszyklus des Erdgas. Und das wird sich natürlich wieder zeigen beim Carbon Footprint. Und das wollte ich noch mal kurz ansprechen, weil das sind ja die Themen, mit denen wir hier arbeiten werden. Und die Idee ist, dass unser Kupfer grüner wird, damit wir eine Möglichkeit haben, auch global beizutragen zu der globalen Dekarbonisierung. Und dafür müssen wir eine Transformation einsetzen in unserer Logistik, grüne Logistik, grüner Transport. Und so könnten wir auch positionieren auf Langzeit und auf mittlerer Zeit, dass Chile sich auch wirklich positioniert und dass wir nicht nur unser Kupfer grün ist, sondern auch, dass wir die Möglichkeit generieren, eine wirtschaftliche Entwicklung assoziiert der KADEX der Zukunft. Das ist sehr wichtig, denn das, was in Chile erarbeitet werden kann, kann im Rest der Welt auch nachgeahmt werden, wie wir so grün wie möglich generieren können. Und das, wir wollen in dieser Hinsicht natürlich ein Labor sein. Damit beende ich meine Präsentation. Vielen Dank, Denise. Herzlichen Dank, Gianni. Vielen Dank, Gianni. Wir haben auch einige Fragen bekommen. Wir können eine vielleicht gleich mal sehen, bevor wir zum ersten Themenblock übergehen.
Rodrigo Bulnes, der fragt, ob die Nachhaltigkeit stützt sich auf Energieeffizienz oder auf Friktion. Oder er und nach Global Complication, wenn man erneuerbare Energien wie Solarpanels, ist Kontrolle und Friktion doppelt effizient. Und wie das beitragen kann auch für die Energieeffizienz. Hältst du davon? Was wir hier abgleichen, was für verschiedene Alternativen wir hier erarbeiten für GAIX, die Information, die ich hier gerade hier vorstelle, in unserem Forschungszentrum, die Effizienz, die ich hier anzeige, sind die Energielabors und die Studien, die wir haben. Das heißt, die Energieeffizienz der KAIX, der aktuellen, die wir einsetzen, sind zum Limit gekommen. Das heißt, wir haben, wie gesagt, elektrische Motoren an den Rädern, wenn du ein Pack von Batterien über 200 Kilowattstunden, wir wissen nicht, ob wie das funktionieren wird. Das könnte natürlich gut gehen, aber es gibt verschiedene Technologien, die eingesetzt werden können. Aber wir müssen auch die verschiedenen anderen Batterien uns anschauen. Danke. Ja, danke. Und vielleicht könnten Sie sich auch das Chat kurz angucken, weil da gibt es auch verschiedene andere Fragen, die Sie vielleicht beantworten können. Danke, Dani. Und damit gehen wir über zu unserem ersten Themenblock, bei dem wir die praktischen Fälle kennenlernen aus Chile. Patricio Rojas und Fernando Jofre von Antara Mining werden die Ersten sein, die eine Plattform vorstellen, die die Rückverfolgbarkeit in der Logistik garantiert. Und die Aspekte Patricio, der verschiedenen Einsatz wir freuen uns sehr darüber, etwas mehr zu erfahren. Also bitte schaltet eure Kamera an und Mikrofon für Mikrofon eure Präsentation. Dankeschön. Todavía no los escuchamos. Wir hören euch noch nicht. Guten Tag, Dennis. Ja. Ich bin Patricio Rojas und Mitbegründer von Antara Mining, ein Unternehmen aus Antofagasta. Begleitet uns heute Orlando Jofre, der all diese Dinge entwirft, die wir Ihnen ganz kurz vorstellen werden, beim 10 Minuten. Hier noch einige Worte ganz allgemein. Wir sind auf die große Chance, die wir hier haben im Kupferbergbau in Chile und Peru. Und zwischen beiden, beide Länder produzieren ja fast die Hälfte des Kupfers weltweit. Und zweifelsohne ist das eine riesige Chance, auch Elektromobilität und saubere Energien für die Produktion in den kupferproduzierenden Ländern wie unseren. Und das ist sicher sehr positiv. Wir sollten diese Gelegenheit nutzen, nicht nur um diejenigen zu fördern, die Kupfer produzieren und andere Erze, sondern auch die Unternehmen, die Technologien entwickeln. Und dass wir nicht nur ein Land sind, das Rohstoffe liefert, sondern auch, wie Corfo macht, das technische Unternehmen zu fördern und zu unterstützen. Denn das sind Chancen, so wie diese hier, die wir Ihnen heute vorstellen wollen. Antofagasta ist eine Wiege des Bergbaus, Kupferbergbaus in der Welt. Wir haben über 23 große Bergwerke in unserer Region und das ist in wenigen Gegenden der Welt der Fall. Wir sind ein sehr gutes Labor für die Entwicklung von Technologien. Wir sind seit 8 Jahren im Betrieb. Wir sind ein Start-up und wir sind in Antofagasta entstanden und wir machen Rückverfolgbarkeit für den Bergbau. Das hat zu tun mit Effizienz, Qualität der Daten und Traceability. Und wir haben relativ viele Produkte im Bereich Traceability.
Wir arbeiten schon mit einer ganzen Reihe von Bergwerken zusammen und wir sind Partner unterschiedlicher Instanzen. Seit 2018 hat uns Codelco dazu eingeladen, zur Entwicklung eines Prototyps, um die Bergbauprodukte rückzuverfolgen hinsichtlich ihres Umweltimpacts und Impact auf die Community, die Mitarbeiter. Und mit Exence haben wir gesehen, dass unsere Technologie dazu beitragen kann, zu einem verantwortlichen Bergbau, zu einem grünen Bergbau in allen möglichen Bereichen, nicht nur im Umweltbereich, auch im Bereich der Menschenrechte, Inklusion etc. Das heißt, wir haben dann gesehen, wie unsere Plattformen dazu beitragen können. Und wir haben heute schon mehrere Dinge entwickelt. Und zum Thema dieses Webinar möchten wir ein paar Konzepte vorstellen. Es ist eines unserer bekanntesten Plattformen, die heißt Antara MMP. Und die hat zu tun mit der ganzen Rückverfolgbarkeit der Visibilität und Inventar eines bestimmten Produkts, wenn es Kupferkathode sind oder Kupferkonzentrat oder Kontrolle der LKWs. Und wir machen von Ursprung bis zum Endkunden, integrieren wir alle Akteure in digitaler Form, die in diesem Prozess mitarbeiten, in der Produktion der Logistik. Wir integrieren auch die Häfen, die Eisenbahnen, die Logistik-Operators. Wir können das auch über den Ozean hinweg verfolgen, um die komplette Kette rückzuverfolgen, vom Ursprung bis zum Ziel. Und wir arbeiten heute mit einigen anderen Akteuren zusammen, Kooperation Altanay, ein nordamerikanisches Unternehmen, und eine der letzten Projekte, an dem wir arbeiten, hat zu tun mit der Rückverfolgbarkeit im Transport. Das heißt, die Transportwege zu optimieren innerhalb des Carbon Footprint, ist der Impact enorm, der Emission im Bergwerk, vor allem durch diese Schwerlaster. Aber es gibt noch andere Dimensionen. Wenn wir an die Menge denken, des Verkehrs von Lastwagen, von Bussen, vom Bergwerk und zum Bergwerk, wenn wir das rückverfolgen können und außerdem es optimieren können mit unserer Plattform Sherpas, dann haben wir die Kontrolle aller LKWs, die in die Werkstätten fahren oder in andere Städten. Wir können diese Wege, diese Logistik optimieren, um einen einzigen LKW, um das zu konzentrieren auf einen LKW. Wenn ich das ganze Bild sehe von der ganzen Logistik der LKWs, auch wir können Autos, Kleinlaster, Flugzeuge, Busse hinzunehmen, dann können wir alle Dimensionen vor Auge haben und das ganze System optimieren und die Emissionen zurückfahren. Das heißt, hier ist eine Herausforderung, die dahinter steht, um diese Daten zu bekommen. Und dafür arbeiten wir mit mehreren Konzepten, Projekte, die jetzt auch diese Woche schon in Betrieb genommen werden, um die ganzen Bergbauprodukte rückzuverfolgen, auch kritische Betriebsmittel, Schwefelsäure etc. Und Orlando wird uns das noch ein bisschen weiter erläutern. Danke, Patricio. Wir als Lieferant von Technologielösungen für den Bergbau stehen natürlich ständig vor Herausforderungen und untersuchen immer die unterschiedlichen Chancen und Möglichkeiten, die uns der Markt bietet. Und insbesondere im Bereich Transport
Slides sehen Sie einen wichtigen Indikator. Wir haben 5,8 Millionen Tonnen von CO2-Äquivalent, die von der Kupferindustrie produziert werden. Eine der natürlichen Herausforderungen ist, versuchen, diese Emissionen zu kontrollieren. Und in unserem Fall als Lieferanten von Technologie für die Rückverfolgbarkeit im Bergbau, Produkte, Betriebsmittel, wie Baptiste gerade gesagt hat, ist unsere Herausforderung ist besonders groß im Bereich Transport. Von dem Moment ab, wo das Bergbauprodukt aus dem Bergwerk rauskommt und transportiert wird an unterschiedliche Punkte und bis hin zum Endkunden, meistens über Verschiffung. Wir haben große CO2-Emissionen in diesem ganzen Prozess. Normalerweise möchte man das optimieren, um diese Emissionen zu verringern und einen positiven Impact zu erzeugen für die Umwelt. Zu dieser Herausforderung haben wir eine Lösung entwickelt, die im Wesentlichen darin besteht, zu optimieren. In der folgenden Slide sehen wir also unser Produkt. Das ist Antara in der Mitte, wie Sie sehen auf dieser Grafik. Was wollen wir damit mit dieser Plattform erreichen? Wir wollen Informationen sammeln oder erfassen von verschiedenen Punkten, über die dieses Bergwerkprodukt geht. Oben haben wir den Assets, das Bergwerk, wo das Produkt erzeugt wird. Da kommt dann die ganze Information des Stock, der erzeugt wird. Wir sehen nicht nur die Information des Transports als solchem, sondern auch von dem Produkt selbst. Das heißt, wie wird das Produkt bewegt in diesem ganzen Prozess und die Emissionsindikatoren, die damit verbunden sind und die Verbesserung. Das heißt, wir beginnen mit dem Produkt am Bergwerk, wir assoziieren das mit den Transportunternehmen, LKWs, Züge, die dieses Produkt transportieren und bekommen dann Informationen vom Vertrieb, von den Behörden, Institutionen im Wesentlichen, die die Verschiffung von Bergwerk Bergbauprodukten kontrollieren, etc. Und in Bezug auf die Zollbehörden bekommen dann schließlich Informationen von den Häfen, um all das an einen Endkunden kommt. Und damit kann man diese Information des Transports des Produkts an sich, die Kalkulation vornehmen, die entsprechenden Emissionen berechnen, damit das System Analysen vornehmen kann auf der Grundlage dieser Informationen und Informationen liefert, die es uns ermöglicht, diese Transportwege zu optimieren. Die ganze Information, die hier auf dem Diagramm haben, wird dann in eine große Datenbank eingespeist, mit der wir diese Optimierung erreichen können. Das ist im Wesentlichen, was wir machen mit unserer Plattform. Und man hört ihn gerade nicht. In den verschiedenen es geht nicht nur um die Bergbauprodukte selbst, sondern um auch Schwefelsäure zum Beispiel oder grünen Wasserstoff. Wir können damit eine wichtige Informationsgrundlage aufbauen, damit dann diese Information interpretiert werden kann und diese Indikatoren erzeugen kann, für die wir mit der wir einen nachhaltigeren Bergbau erreichen können. Wichtig ist, dass nicht nur die Daten, wir bekommen Daten über das Produkt, über den Impact, aber auch die notwendige Dokumentation mit Evidenzen, mit Fotografien, Bescheinigungen, Zertifikaten, Genehmigungen. Alles ist auf der gleichen Plattform, zu der man Zugang hat, wann immer es nötig ist.
Das ist eine komplette Rückverfolgbarkeit und alle, die beteiligt sind an dieser Kette, haben eine einzige Quelle, auf die sie zurückgreifen können, egal wo sie sind. Damit, das sind wir. Ganz herzlichen Dank, Olanda. Wir sind von Antofagasta für einen viel verantwortungsvolleren Bergbau. Und ganz herzlichen Dank für diese Einladung. Danke, Patricio und Rolando, für diese interessante Präsentation. Es sind auch einige Fragen vom Publikum eingekommen, die wir weiter noch beantworten werden. Aber bevor wir zur Fragerunde übergehen, möchten wir noch gerne noch ein anderes Projekt kennenlernen in Chile und ein Beispiel hören von einer erfolgreichen Allianz zwischen einem deutschen Lieferanten und einem chilenischen Unternehmen. Das ist der erste elektrische Kleinlaster des Unternehmens SMT Scharf, das im Oktober letzten Jahres im Untertagebau El Teniente von Codelco eingesetzt wurde. Und damit gebe ich das Wort an Jaime Estay, General Manager von SMT Scharf Südamerika, und Victor Dörner, zuständig für das Elektromobilitätsprogramm in der Division El Teniente von Codelco. Und ich möchte unserem deutschen Publikum sagen, dass einige Slides auf Spanisch sein werden. Wir werden aber versuchen, dann später die Präsentation in Englisch zur Verfügung zu stellen auf unserer Website nach der Veranstaltung. Victor und Jaime, bitteschön. Hallo, ¿me escuchan bien, Denise? Sí, ich hoffe, Sie können mich hören. No sé si pueden poner la presentación para iniciar. Sí, die Präsentation bitte. Ich hoffe, wir können auch gleich das Video sehen. Primero que nada, also, gracias. Als allererstes vielen Dank für diese Einladung, Denise. Und einen schönen guten Tag an alle. In Europa. Mein Name ist Victor Dörner und zusammen mit Jaime Estay präsentieren wir hier die Einführung des ersten technologischen Transporters, aber Pickup. Wir arbeiten natürlich in Zusammenarbeit mit der Camtal, mit der AHK, und es ist für uns sehr wichtig, unsere Schritte hier vorzustellen, wie wir vorangekommen sind, welchen Weg wir gegangen sind, von unserem Kupferbergbaukonzern ausgehend. Ich möchte auch die verschiedenen Mitwirkenden in diesem Webinar begrüßen, auch die, die von Deutschland auch mitmachen. Ich würde auch gerne meine Tochter grüßen, die in der Universität in Braunschweig lernt. Okay. Hier können Sie in der ersten Slide unsere Pickup sehen. Und ich würde hier gerne noch mal zeigen, was Sie da im Hintergrund sehen können. Wir sind unter Tage. Und das ist unsere erste Pickup unter Tage. Und das ist für uns auch ein wichtiger Fortschritt, um auch das nächste Equipment dann auch elektrisch umzusetzen. Hier können Sie halt kurz sehen, dass links Sie sehen können, welches unsere Zielsetzungen sind für Nachhaltigkeit 2030 in El Teniente, in Bergbau unter Tage. Das hat natürlich auch mit Kreislaufwirtschaft zu tun, mit den Wasserressourcen, mit Klimawandel und dem rückverfolgbaren Kupfer. Die Ziele, die Codelco sich festgelegt hat für Nachhaltigkeit 2030, gibt es dort 5 Hauptthemen, Hauptpfeiler. Und ich möchte jetzt in den Reduktion 70% der Emissionen bis zu 2030. Und vor allem auch die Bergbauuntertage von Codelco auf 100% Elektromobilität umzusetzen. Das ist unser sehr ambitioniertes Ziel. Warum will ich darüber sprechen? Weil ich überzeugt bin, so wie auch unser Vizeminister auch vorhin gesagt hat, Herr Blanco, die Elektromobilität ist eine tatsächliche Revolution. Und es gibt, öffnen
uns verschiedene Möglichkeiten, das in allen Arbeitsthematiken des Bergbaus einzusetzen. Die Menschen, die hier mitarbeiten. Wir können das auch in Zukunft für autonomes Equipment einsetzen in den nächsten Jahrzehnten, die kommen. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir ein Programm erarbeitet, wo wir auf 4 verschiedene Etappen arbeiten, also Design. Das hat mit dem Design des Bergbaus an sich zu tun für die Zukunft. Es hat aber auch mit den ganzen Logistik, Transport, das heißt Personentransport und verschiedene andere Einsätze, die wichtig sein werden, dass das wirklich elektrisch sein wird. Hier gibt es jetzt verschiedene Busse, wie Sie sehen können, und einen Kleinwagen auch. Aber unser Pickup ist jetzt nicht dabei, aber das sollte jetzt eigentlich dabei sein. Das werden wir jetzt nächstens mit einsetzen. Wie gesagt, das ist sehr wichtig, weil das ist Untertage und die werden dort funktionieren. Wir werden später auch unsere Resultate zeigen können. Hier ist auch ein anderes Aspekt, das sind die Produktionsvehikel, also andere Lastwagen, die auch interessante, wie die KDX, das ist ja unser Everest, unserem Everest Mountain. Das ist dort, wo wir hinwollen. Wie gesagt, wir die Einsetzung von hohen Batterien, auch Wasserstoff soll benutzt werden. Von unserem El Teniente aus erarbeiten wir verschiedene Strategien, um im Jahr 2030 wirklich 100% Elektro, aber auch Wasserstoffeinsatz wirklich so hochsetzen können wie möglich. Nächste Slide, bitte. Hier können wir sehen, als Beschreibung, was wir erarbeiten können und wollen in den verschiedenen Variablen, in dieser Art von Transportthemen im Rahmen der Elektromobilität. Das heißt, Flurförderung. Das sind verschiedene wichtige Aspekte, die mit eingearbeitet werden müssen, damit die Dekarbonisierung auch wirklich erreicht wird. Wir sagen, dass wir Pioniere sind in dieser Hinsicht im chilenischen Bergbau. Und wir arbeiten auch zusammen mit Forschungsinstituten und wir haben, wie gesagt, dieses Ziel uns gesetzt. Wir können hier sehen, dass es verschiedene also Kostenreduzierung, Emissionsreduzierung, Wartungskostenreduzierung, das sind verschiedene Win-Win-Situationen, die wir erreichen werden, wenn wir diese Ziele erreichen. Hier können wir die Hochgebirgsstraßen zeigen, die gefahren werden müssen von unserem Bergbau El Teniente. Und wie gesagt, das ist nicht nur oben, aber auch die unterirdische Mine. Das sind die Bedingungen, in denen unsere Lastwagen sich bewegen müssen. Und dafür brauchen wir gute Lösungen. Hier können wir Chart und Engie sehen, die KPIs. Das sind 8, das sind Erfolgskriterien. Und da kommen halt verschiedene Evaluierungsthemen, die mit eingearbeitet werden. Hier haben wir auch das Testmonitoring online,
wo wir die verschiedenen Variablen dann auch mit einarbeiten können in den Daten. Und hier können Sie sehen, eines dieses Monitoring, wo die auch Höhemessung mit eingearbeitet wird. Okay. Hier ist eine Zusammenfassung der unserer Herausforderung der und der Ziele der Batterien, dass wir auf 100% kommen. Und wie das implementiert werden soll, wie gesagt, unser erster Pickup, das ist das, was ich euch zeigen wollte. Wir machen jetzt weiter mit Jaime Estay von SMT Scharf Südamerika. Und vielen Dank für diese Einladung. Bitte, Jaime. Vielen Dank, Victor, und schönen guten Tag an alle. Danke für die Teilnahme. Danke an Kamchal für diese Einladung an die AHK. Ich würde gerne als, also ich repräsentiere SMT Scharf. Wir haben diese Pickup hier eingesetzt und es ist für uns, also ich freue mich sehr, Ihnen dieses Projekt zeigen zu können und hier vorzeigen zu können. Aber Sie also über Kamchal, über die AHK können Sie mehrere Details dafür auch erhalten darüber. Also unser Pickup ist Scharf LEV, Light Electric Vehicle. Ich würde gerne gerne jetzt kurz erklären, wer wir sind, woher wir kommen. Also unsere Scharf-Gruppe ist ein deutsches Unternehmen, über 80 Jahre lang schon in Hamm stationiert. Und wie Sie sehen können, ist Scharf ein Unternehmen, das global präsent ist, auf der ganzen Welt. Wir haben Fabrikationszentren nicht nur in Deutschland, sondern auch in Russland, in Polen, in Kanada, Südafrika. Vor kurzem wurde in Johannesburg eine neue Tochtergesellschaft eröffnet. Scharf ist natürlich weltweit bekannt als Marktführer in Transportlösungen. Und wie Sie das auch links sehen können, es gibt ja ein paar der Transportlösungen, die erarbeitet wurden von Scharf. Und wie unsere Gleissysteme sowohl im Mineralextraktionssysteme eingesetzt werden, wie aber auch unter Tage. Hier können wir auch die verschiedenen Tunnel sehen, wo das eigentlich eingesetzt wird. Unten können wir Nürnberg sehen, Extraktionsplätze. Wie gesagt, das ist interessant für verschiedene Bergbauunternehmen, weil das sind wichtige Lösungen, die hier präsentiert werden. Und diese Eingleis Systeme sind eines der erfolgreichsten Systeme, die von Scharf präsentiert werden. Und die ganzen Lösungen, die Scharf erarbeitet, wird natürlich in eine neue Produktfamilie eingearbeitet. Das sind diese neuen Vehikel funktionieren mit Reifen, also nicht mehr auf Gleis. Es gibt hier verschiedene, eine große Auswahl an Lastkraftwagen, die 100% mit Batterien angetrieben werden. Wir natürlich können natürlich auch Diesel leisten, aber die Idee ist natürlich, weiter mit der Dekarbonisierung voranzukommen. Wir haben, wie gesagt, über 400.000 Stunden an Erfahrung, die wir vorzeigen können. Und die neue Entwicklung, die jetzt kommt, ist, wie gesagt, unser Pickup ist vor allem für den Transport der verschiedenen
Mitarbeiter auch unter Tage. Das Wichtige an dieser Pickup ist emissionsfrei. Wie gesagt, wir benutzen den 2 Stunden Charging Time. Das reicht für den Einsatz unter Tage. Das heißt, das muss 2 Stunden lang nur die Batterie aufgeladen werden. Das heißt, wir können kontinuierlich arbeiten. Sicherheitsstandards sind also hohe Sicherheit, weil es sind tauchgekühlte Akkuzellen. Und die Idee ist, dass die optimale Betriebstemperatur eingehalten wird in jeder einzelnen Zelle. Diese Arbeitsbedingungen geben uns eine große Sicherheit, denn es gibt keine Möglichkeit eines Unfalls in dieser Hinsicht. Außerdem verbessert das die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter, weil es gibt eine Reduzierung des Geräuschepegels, emissionsfreier Betrieb und natürlich eine komfortablere und bequemere Fahrt der Mitarbeiter. Und natürlich wird damit auch der CO2-Fußabdruck natürlich auch vermindert. Vorher haben wir auch gezeigt, dass die Betriebskosten, haben natürlich eine deutliche Reduzierung der Wartungskosten mitgebracht. Das heißt, gibt es eigentlich nur positive Sachen darüber zu sagen. Es ist, Wartungskosten sind niedrig. Andererseits, und das ist natürlich auch wichtig, was Gianni gerade gesagt hat, ist die, wir haben natürlich eine Energierückgewinnung beim Verzögern, zum Beispiel beim Bremsen oder beim Abfahren. Das ist eine maximale Energieeffizienz. Das heißt, wir benutzen und wir haben eine Energierückgewinnung beim Verzögern. Das heißt, die Batterie wird beim Fahren wieder aufgeladen. Das heißt, wenn wir ein Vehikel haben, das weniger Emissionen, weniger Energie verbraucht und weniger Wärme generiert, das ist sehr wichtig für die Reduzierung der Kosten und der anderen Elemente der operativen Kosten. Wir haben Total Cost of Ownership natürlich erhöht. Hier kommen wir dann zum Vehikel. Wie Sie sehen können, das ist ein normales Pickup. Das sieht auch so aus. Das mittlere Pickup. Doppelte Kabine oder auch simple, also einfache Kabine. Wie gesagt, von außen das ganze Equipment, das ist alles, was wichtig ist, verschiedene Sicherungsvorkehrungen. Das Konzept, was wir hier entwickelt haben für diese Picker, hat mit einer Konvention zu tun. Das heißt, als Basis ein Dieselwagen, also 0 Kilometer. Und das, sowohl der Motor wie auch alles, was dazu gehört, wird dann entfernt und wir haben dann nur das Chassis und die Karosserie. Und auf dieser Plattform bauen wir dann unsere Komponente rein. Hierbei muss gesagt werden, dass dieser Pickup ist eine Land Cruiser 1970 benutzt worden. Das ist natürlich ein Wolf mit einem Schafspelz. Das ist ein Wagen für All-Terrain.
Man kann das natürlich auf der Straße benutzen, aber die Idee ist, dass so ein Wagen natürlich für hohe Anforderungen erarbeitet wurde. Sie haben hier normal, das ist wirklich ganz ausgearbeitet für hohe Resistenz, die Reifen, auch für hohe Resistenz mit 8 verschiedenen Fächern. Wir haben jetzt davon kein Bild, aber die Achse, die Vorderachse ist, ist nicht die normale Achse, die normale Pickups haben, die normalerweise nicht funktionieren im Bergbau. Also diese Land Rover-Version ist genau das, was wir brauchen für diese Umstände, in denen dieses Vehikel eingesetzt wird. Bitte nächste Slide. Hier haben wir halt dann das neue eingesetzte Motor. Hier gibt, hier sind die verschiedenen Teile, die noch eingesetzt werden. Transparenzbox und hier sind auch die verschiedenen Inversoren und Konversoren, der elektrische Motor und das Ladeeinheit, die auch direkt eingesetzt ist. Und das ist auch natürlich, das ist in einem Tri-Phase-Motor mit Peak von 100 Kilowatt. Das wird mit einem planetarischen Konduktor eingesetzt. Und das ermöglichte uns natürlich die Geschwindigkeit, die wir benötigen und auch die Potenz, die diese Pickup haben muss für den Einsatz unter Tage. Und natürlich auch mit Lithiumbatterien als eine Mutation. Und die Kontrolle der Geschwindigkeit und der Kraft, die natürlich damit kontrolliert werden kann, mit der Lithiumbatterie, um diese umzusetzen auf 12 Volt umzusetzen. Das können wir da sehen. Das sieht man jetzt nicht so gut. Aber wie gesagt, das ganze System ist auf 12 Volt. Das heißt, weil das ist das, was wir benutzen für die für das Instrumentenpanel, also alles, was normalerweise benutzt wird, auf 12 Volt. Also natürlich haben die Benutzer keinen Zugang zu der Lithium-Batterie, weil es High Voltage ist. Und links können wir sehen, da ist ein flaches Komponent. Das ist, so können wir das Ladesystem mit eingebaut. Und als eigentlich die Behörden in Chile haben schon also die Gesetzgebung ist normalerweise jetzt so, wir können Elektro-PKWs jetzt nicht an normales Stromnetz laden. Wir brauchen da spezielle Instrumente für eine Infrastruktur, die extern ist, damit wir auch extern laden können. Die Batterie, die können wir jetzt hier nicht sehen. Aber es ist, die ist über den Charger. Dort, man kann es sehen, wo normalerweise der Dieselmotor eingesetzt war, dort ist unsere Lithiumbatterie eingesetzt. Bien, algunos aspectos relevantes. Bueno, ya vimos la. Okay, hier noch ein paar wichtige Aspekte. Die Autonomie. Dieser Wagen hat Quick Charge.
also 43 Minuten konnten wir das reduzieren. Aber wie gesagt, wir brauchen dafür eine externe Ladeeinheit, um das machen zu können. Der Wagen, also wir gewinnen natürlich Zeit gegenüber den 2 Stunden, dass es sich selber lädt, aber dafür müssen wir uns dann bewegen und wie gesagt, diese externe Ladeeinheit, die muss eingesetzt werden. 90 Kilometer pro Stunde ist höchste Geschwindigkeit, also könnte man unter Tage gar nicht schneller fahren, das ist ja ganz klar. Und wir haben auch über die Batterie schon gesprochen, wie gesagt, das sind Lithium-Ionen und das ist alles natürlich tauchgekühlte Akkuzellen, wie wir gesagt haben, und die deshalb hohe Sicherheit gewähren. Was das Innere ist, ist auch, das verändert sich nicht sehr als das, was ein normaler Pickup hat und präsentiert. Hier können Sie sehen. Aber wir haben, wie gesagt, ein Computer eingesetzt, wo alle verschiedenen Funktionen laufend überprüft werden. Wie gesagt, falls etwas passiert, wird sofort der Strom ausgeschaltet und damit haben wir dann eine Sicherheitsvorkehrung eingebaut. Wir haben auch ein Getriebe, haben wir umgesetzt auf 3 Positionen, also halten rückwärts und vorwärts. Und das ist, wie gesagt, Höchstgeschwindigkeit wird auch kontrolliert über diesen Computer, der eingesetzt wird. Wie gesagt, Innenraum ist sehr bequem, wie Sie sehen können, ist der Co-Pilot. Da ist auch der Bergbauminister, unser Minister für Bergbau, ist über 1,90 Meter und er hat seinen Helm auf und es gibt kein Problem. Es ist bequem also für den inneren Raum. Verschiedene Systeme, Sicherheitssysteme können auch noch mit eingearbeitet werden, die auch in anderen Ländern eigentlich gefordert werden und darüber kann ich jetzt nicht lange sprechen, aber noch mal ganz kurz ein paar Bilder. Ich möchte damit auch meine Präsentation beenden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und danke an die AHK für die Einladung. Danke, danke Jaime. Danke an Jaime und an Viktor für die Darstellung dieses Projekts und dieses Praxisbeispiel und die Details. Wir sind schon ein bisschen mit der Zeit überzogen. Über ich Zeit würde aber raus. Gerne also das Wort ganz an kurz dich, Iris, an Iris geben. Wir haben kurz nochmal über die Fragen. Ich glaube, es sind ganz viele Fragen eingegangen. So ist es. Aus Zeitgründen können wir jetzt also, nicht alle Fragen live beantworten. Bitte Sie jetzt den Chat zu gucken. Bitte über Chat. Und Sie können die Fragen dann direkt dort beantworten, so schriftlich, denn ich kann Ihnen jetzt die Fragen nicht also, alle weitergeben, denn Jaime ist jetzt Fall da. Ich gebe ihm aber eine Frage noch weiter machen. Auf jeden Fall. Und die Frage wäre nach den Proben. Schärfst du dabei? Macht ihr Proben von Elektrofahrzeug in extremer Höhe, über 4000 Meter Höhe. Viele Fahrzeuge funktionieren dann nicht, vor allen Dingen bei über 5000 Metern. Das ist der Bereich, in dem ich arbeite. Haben Sie Erfahrung mit diesen Tests auf dieser Höhe? Das ist immer eine gemeinsame Arbeit, diese Tests mit Bergbau und uns. Und wenn wir die Möglichkeit haben, das Fahrzeug zu testen in dieser Höhe, dann haben wir da überhaupt kein Problem. Dann können wir das tun. Insbesondere haben wir schon Proben gemacht in El Teniente auf der höchsten Stelle und dem schwer zugänglichen Weg El Rajo.
und waren da weit über 3000 Meter Höhe und das Fahrzeug hat super gut funktioniert. Es hat keinen Leistungsverlust wie die Dieselmotoren, die in der Höhe geringere Dichte aufweisen. Die Luft schadet der Verbrennung. Bei den Elektrofahrzeugen haben wir dieses Problem nicht. Das heißt, das Verhalten in der Höhe war außerordentlich weit über Dieselfahrzeugen. Das heißt, sie kriegen keine Höhenkrankheit. Also wenn wir bei 5000 Meter sind, dann müssten wir vielleicht mit Bergwerken sprechen, die auf dieser Höhe arbeiten und können mit denen dann durchaus einen Test vereinbaren. Das ich gebe jetzt die Frage an Viktor noch. Ich finde diese Frage sehr gut, weil Sie haben sie beglückwünscht für die großen Bemühungen bei El Teniente und Condelco im Bereich dieses Projekts. Und die Frage ist, Condelco Projekte hat für die Erzeugung von grünem Strom über Solarenergie oder Windenergie im Umfeld des Bergwerks, um komplette Nachhaltigkeit zu garantieren. Denn ein Elektrofahrzeug mit Strom, der nicht nachhaltig ist, ist natürlich verringert natürlich die Effizienz oder die Nachhaltigkeit des Projekts an sich. Viktor, kannst du dazu noch was sagen, bitte? Danke für die Glückwünsche. Das ist eine Arbeit, also das Ziel, das wir haben vom Vorstand bis 2030, war elektrische Flotte für den Bergbau, für El Teniente insbesondere. Das ist ein Ziel, das wir also schon fast erfüllt haben. Wir arbeiten da ganz intensiv dran. Sehr große Herausforderung, aber wir werden das erfüllen. Wie gesagt, wir arbeiten dran. Das ist Teil des Nachhaltigkeitsziels. Wir hatten 4 Ziele. Eine war die Elektrifizierung. Das andere ist das Thema des Stroms, dass man alles, was man vom Markt einkauft an Strom, dass das grüner Strom ist. Das heißt, bis 2030 werden wir den perfekten Match haben. 100% erneuerbare Energie und wir werden unsere Elektrofahrzeuge dann aufladen, ohne indirekte Verschmutzung. Unbeschadet dessen, gerade dieses Jahr, aber machen wir eine Untersuchung in El Teniente für Wind- und Solarpotenzial, um zu prüfen, ob wir in situ Strom erzeugen können, oben in den Bergen. Und das ist eine der Herausforderungen, vor denen wir stehen. Wir möchten das in den nächsten Jahren auch angehen. Ganz herzlichen Dank, Viktor. Ich habe noch eine Frage an Antada Mining. Die Frage wäre, wie verbindet ihr die Rückverfolgbarkeit mit den Emissionen? Und könnt ihr euch nochmal auf die Frage im Chat beziehen? Wie verbindet ihr Rückverfolgbarkeit mit Emissionen? Ich weiß nicht, ob Rolando noch da ist, aber da ist er. Die Rückverfolgbarkeit, also die Emissionen, besser gesagt, sind Daten, die Teil der Traceability sind, mehr als die miteinander zu verbinden. Die Traceability ist ein Footprint, ist ein Register, das man hat auf der Grundlage gewisser Elemente, wie zum Beispiel ein Produkt, ein Transport oder sonst was. Das sind Daten, die wir erfassen, damit das uns Informationen gibt, immer reichhaltigere Informationen liefert über die verschiedenen Ursprünge, diese Informationen zu verbinden. Das heißt, wie wir die verbinden, ich würde nicht sagen, dass eine Verbindung da ist, sondern die Emission ist die Rückverfolgbarkeit selbst. Die Emission zu beobachten ist Teil dieser Rückverfolgbarkeit. Auf der anderen Seite, die Rückverfolgbarkeit, wenn verschiedene Elemente vergleichen, eine Emission zum Beispiel mit einer Produktion, Erzeugung eines Produkts, was wir sehen können oder eine Form darauf zu beantworten, sind diese Timelines, die Emission. Wir können das über eine Timeline messen.
Die Produktion können wir auch über eine Timeline messen, den Transport auch. Und die Verbindung zwischen diesen Linien ist das, was wir Rückverfolgbarkeit nennen könnten. Das heißt, eine Form, das zu verbinden, ist ja gerade die Kapazität zu haben, diese Daten zu zentralisieren in einer einzigen Quelle und die Instrumente zu haben, um diese Daten zu erfassen und sie zu analysieren hinsichtlich dieser Timeline, von der ich gesprochen habe. Und die andere Frage wäre, in diese Technologie hilft uns, das zu entwickeln, nämlich grünes Kupfer für dieses letztendliche Ziel? Ja. Das grüne Kupfer hat zu tun mit unterschiedlichen Faktoren. Der grüne, die Charakteristik des grünen Kupfers ist Nachhaltigkeit. Bei grünem Kupfer haben wir verschiedene Aspekte, die eine grüne Produktion ausmachen, während ich das Produkt erzeuge, mit allen assoziierten Prozessen, Transport, die Maschinen, die eingesetzt werden. All die müssen zwei Faktoren erfüllen, dass sie wenig verbrauchen und wenig Emissionen haben. In diesem Sinne ist ermöglicht die Plattform, all diese Daten zu nehmen, von all diesen Prozessen. Und wenn wir diese Daten haben, können wir Indikatoren erzeugen, die uns dann sagen, ob wir innerhalb des Rangs sind, dass wir uns als grün bezeichnen können, oder ob die Indikatoren, sie können uns auch ermöglichen, das weiter zu verbessern. Das heißt, das ist grünes Kupfer, hat damit zu tun, während das Kupfer produziert wird, es sind eine Reihe von Faktoren da, die analysiert werden, die eben dazu führen, dass wir die Indikatoren auf akzeptablen Parametern halten. Ganz herzlichen Dank an alle. Wie ich gesagt habe, da sind immer noch Fragen ohne Antwort im Chat und in der Fragesektion. Bitte schauen Sie mal, schauen Sie nach oder schauen Sie auf die Fragen und vielleicht können Sie die beantworten über den Chat. Ich gebe das Wort jetzt an Denise. Danke, Iris. Danke an die Teilnehmer. Wir kommen jetzt zu unserem zweiten Block, bei dem wir einige Lösungen von der deutschen Industrie kennenlernen werden, von zwei Lieferanten, deutschen Lieferanten. Und hier ändern wir jetzt ein bisschen die Anordnung unseres Programms. Und wir werden beginnen mit der Präsentation von Dr. Jan Petzold, Geschäftsführer der Gruppe GHH, die die neueste Generation von Fahrladern vorstellen wird für den Untertagebau. Ich würde bitten, dass Herr Petzold ein bisschen mehr dazu sagt. Und ich möchte Sie bitten, Herr Petzold, dass Sie Ihr Mikrofon einschalten und Ihre Kamera. Und wir freuen uns sehr, mehr davon zu hören. Ja, Frau Kirschner, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich hoffe, Sie können mich... Muchas gracias. Ja, sehr gut. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich zunächst einmal bei Ihnen zu bedanken. Aber irgendwie haben wir hier gerade einen Punkt. Ich hoffe, Sie können meinen Bildschirm jetzt vollständig. Ja. Ich rufe gerade aus Russland heraus an, daher ist das kann es etwas komplizierter sein. Gut. Ja, nochmals einen herzlichen Dank für die Einladung. Ich ganz gerne etwas berichten Entwicklung von Bergbau-Equipment aus Deutschland. Eines Fahrladers für den Untertitel, der vollkommen elektrisch betrieben wird. Ein Beispiel. Die GHH in Deutschland arbeitet. Wir haben dort womöglich Emissionen. Hier beschränken wir uns nicht nur auf Verbrennungsmotoren, sondern auch auf
biologisch abbaubare Hydrauliköle. Herr Petzold. Als das möglich war. Dieses Bild sollte Ihnen nur einmal ganz kurz einen Überblick darüber geben, was die GHH macht. Die GHH ist ein weltweit aktives Unternehmen und Muldenkippe für den Bergbau produziert, aber auch sogenannte. Und damit runden wir das Product Offering für den Bergbau. Ich werde Ihnen heute im Detail des LS19EB erklären, warum wir an der entwickelt haben und wo wir unsere Zukunft in dieser Technologie sehen. Für viele Jahrzehnte elektrisch angetriebene Fahrlader. Die GHH den ersten Fahrlader 1978 vollkommen elektrisch. Herr Petzold, können Sie mich hören? Solche kabelgebundenen Fahrzeuge ist es, dass von einer Ecke zur anderen Ecke eines Bergwerks fahren können. Sie sind immer auf zusätzliche Unterstützung angewiesen, in dem Moment die Elektrizität. Aus diesem Grunde haben wir dieses Fahrzeug mit einem über ein Kabel gebunden ist, aber auch gleichzeitig. Und aus diesem Grunde ist dieses unabhängig und kann von einer Seite zur anderen gefahren werden, ohne dass oder einen Generator zwischendurch benötigt. Das Fahrzeug, was wir Ihnen hier vorstellen, kann 52 Grad arbeiten, kann auf einer Rampe zu 78% arbeiten, bei einer Seitenbewegung von immerhin noch 12 Grad. Und was das Besondere an diesem Fahrzeug ist, es wird in Summe 19 Tonnen Material und dieses voll. Das Fahrzeug ist entwickelt worden vor dem Gedanken, die Ergonomie, Visibility, eine gute Sichtbarkeit zu geben, gleichzeitig einen hohen Komfort als das hier dargestellte Fahrzeug ist eine perfekte Kombination zwischen den Welten, die zurzeit im Bergbau diskutiert werden, nämlich der reinen oder aber den Kabel. Wir verbinden hier beide Lösungen. Wir haben Wir können permanent aus dem Netzwerk des Bergwerks heraus versorgt werden. Wir können zu 300 und wir sind in der Lage, das Fahrzeug unabhängig von dem Netzwerk durch seine Batterie von einer Ecke zu dadurch verlieren wir keinerlei Zeit, die man für das Aufladen oder das Wechseln von Batterien benötigen würde. Diese
Jan, your sound is coming and going. Just make sure you keep your head still. Ein deutlich besseres Arbeitsverhalten für das Bergwerk. Die Vorzüge eines solchen Fahrzeugs sind die geringen Kosten, die es hat. Es hat geringere Energiekosten, es hat geringere Wartungskosten, Intervalle mit sich bringt und die Schaffungskosten sind geringer, da wir hier über eine sprechen und nicht über Großbatterien, wie sie bei einem Fahrlader nötig wären, der vollständig. Herr Petzold? Ich hoffe, Sie können mich hören. ich höre Sie gerade nicht mehr, weil mein Kollege, glaube ich, Ihr Mikrofon kurz ausgestellt hat und die Präsentation unterbrochen hat. Wir haben das Problem, dass wir Sie gar nicht oder ganz schlecht verstehen können, weil das Mikrofon ständig so unterbrochen ist. Ich weiß nicht, ob Sie mich jetzt gerade hören. Ich hatte nämlich schon mal versucht, Sie zu unterbrechen. Genau, ja, jetzt höre ich Sie. Vielleicht können Sie noch mal kurz an dem Mikrofon schauen, ob alles vernünftig angeschlossen ist oder... Weil zwischendurch verstehen wir Sie leider überhaupt gar nicht. Oh, das tut mir leid. Es ist angeschlossen, es ist auch die ganze Zeit angeschaltet. Jetzt höre ich Sie auch tatsächlich gerade wieder ganz gut. Wir können es auch gerne nochmal versuchen, dass Sie nochmal die Präsentation zu Ende halten können. Aber ja. sonst macht das leider nicht so viel Sinn, weil wir tatsächlich sehr wenig verstehen können von dem, was Sie sagen. Aber wir können es vielleicht einfach nochmal versuchen. Wollen Sie die Präsentation weiter fortrollen oder soll ich wieder zurückschalten auf meinen Bildschirm? Dadurch, dass ich Sie jetzt besser höre, würde ich vielleicht fast vorschlagen, dass wir das mal versuchen, die Präsentation zu teilen. Vielleicht funktioniert es dann besser. Ja, okay, dann probieren wir das. Es tut mir leid, aber das geht jetzt wirklich um halbe Welt. Das sind die technischen Probleme, da können Sie nichts für. Das ist gar kein Problem. Oder möglicherweise Video ausmachen. Vielleicht hilft das auch. Das kann ich auch gerne. Genau. Kein Problem. Gut, dann gehen Sie bitte einige Bilder weiter. Noch weiter bitte. Ich nehme an, ich weiß nicht, wo das letzte war, wo Sie mich haben verstehen können. Ja, bitte auch noch einmal weiter. Gut. Ich glaube, das dauert kurz bitte. Ja. Ja? Gut, also... Hier hatte ich zum Schluss gesagt, dass wir mit der Kombination von einem kabelgebundenen und einem Batteriefahrzeug eine perfekte Symbiose gefunden haben zwischen den Vorteilen, die ein rein kabelgebundenes Fahrzeug liefert und dem, was ein rein batteriegetriebenes Fahrzeug liefert. Das Fahrzeug kann unabhängig von der Beladesituation der Batterie durch das Netzwerk des Bergwerks versorgt werden mit Strom, hat keinerlei Wartezeiten für das Aufladen von Batterien und ihm stehen ständig die perfekten Kraftsysteme und Stromsysteme des Fahrzeuges zur Verfügung. Können Sie vielleicht ein Bild weitergehen? Dieses Fahrzeug hat eine deutlich geringere Kosten in der Unterhaltung. Es benötigt deutlich weniger Energie als ein rein dieselgetriebenes Fahrzeug. Es kann, wie bei elektrisch getriebenen Fahrzeugen üblich, die Bremsenergie zurückgewinnen in elektrisch gespeicherte Energie in der Batterie. Und dadurch, dass diese Batterie des Fahrzeuges nur für das Versetzen von einem Teil zum anderen Teil des Bergwerks benötigt wird, kann die Batterie deutlich kleiner gewählt werden als bei einem Fahrzeug, was ausschließlich mit Batterien betrieben wäre. Und dadurch sind die Anschaffungskosten dieses Fahrzeugs deutlich geringer gegenüber rein batteriegetriebenen Fahrzeugen. Können Sie freundlicherweise weitergehen? Dieses Bild, da hatten Sie mich gerade unterbrochen, möchte ich nur ganz kurz benutzen, um darauf hinzuweisen, wie unterschiedlich Kabel aufgewickelt werden können bei Fahrladern
Und das von uns gewählte System, was Sie auf der rechten Seite sehen, trägt dazu bei, dass das Kabel sich nicht verwinden kann, sondern es wird ganz einfach aufgerollt. Und es hat dadurch eine deutlich höhere Lebenserwartung als ein Kabel, was sich verbiegen und verwinden kann. Und damit sinken die Kosten für ein solches Kabel, was immerhin im laufenden Betrieb eines elektrisch getriebenen Fahrladers die höchsten Kosten sind. Können Sie bitte weitergehen? Dieses Bild überspringen wir einmal. Ich hoffe, dass das Video funktioniert, sodass Sie alle einmal dieses Fahrzeug in Operation sehen können. Wir sehen hier sehr deutlich, wie das Kabel sauber und ordentlich aufgerollt wird. Eigentlich das Besondere an der Entwicklung dieses Fahrzeuges, wie behutsam wir mit dem Kabel umgehen können. Hier sehen Sie das Fahrzeug. Dann, egal ob es durch Matsch wegfährt, dann ist es für den Bergbau geeignet, für den Bergbau konstruiert und konzipiert. Und das sollte dieses Bild Ihnen ganz kurz zeigen. Zum Abschluss möchte ich darauf hinweisen, dass dieses neuartige Produkt mit unserem System GHH Insight verbunden ist. Dabei handelt es sich um ein Datenanalysesystem, was wir den Kunden anbieten, um den permanenten Zustand der Fahrzeuge zu überwachen. Nicht nur der Fahrzeuge, sondern auch gleichzeitig die Tonnagen zu messen, die transportiert werden. Wir ein Planungstool für das Bergwerk an die Hand geben und hiermit die Möglichkeit besitzen, einen vollständigen Überblick über den Einsatzort der Fahrzeuge, ihre Verfügbarkeit, aber auch über ihre getane Leistung abbringen zu können. Wenn Sie bitte ein Bild weitergehen würden. Dieses System ist zurzeit im Aufbau begriffen bei dem deutschen Kali- und Salzproduzenten K+S. Hier werden zurzeit 150 mobile Fahrzeuge mit dieser Technik auf 6 verschiedenen Bergwerken eingerichtet, die alle später untereinander, miteinander kommunizieren und sich untereinander austauschen und damit der Konzern Kali und Salz einen permanent und durchgehenden Online-Überblick über die Verfügbarkeit seiner Fahrzeuge hat. Ja, jetzt tut mir das leid, wenn Sie bitte noch einmal weitergehen würden, dass Sie mich haben nicht die ganze Zeit hören können. Das bitte ich wirklich zu entschuldigen. Vielleicht nur noch einmal als kurze Zusammenfassung. Die Verbindung von Batterie und kabelgebundenem System stellt eine Symbiose dar zwischen den Vorteilen beider Welten. Wir haben eine gesteigerte Produktivität und Ausnutzung des Systems. Wir haben reduzierte Kosten. Wir haben geringere Aufwendungen für die Wartung von Fahrzeugen und wir haben die Reduktion von Gefahren hinsichtlich möglicher Feuer auf einem solchen Fahrzeug, da wir eben keine großen Benzinlasten mit uns oder Diesellasten mit uns hinfahren. Und diese Art von Fahrlader wird sich als ein Standard für neue Systeme darstellen. Zurzeit befindet sich dieses Fahrzeug im Aufbau bei Kali und Salz und wird dort in Mitte dieses Monats zum Einsatz gelangen. Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal herzlich bedanken bei Ihnen als Zuhörern. Danke an die IHK als Einladenden. Und ich stehe Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung. Und entschuldigen Sie bitte noch einmal, dass Sie mich nicht durchgehend haben hören können. Kein Problem. Den zweiten Teil der Präsentation haben wir sehr, sehr gut verstanden und es war auch sehr interessant. Also vielen Dank. Muchas gracias. Paso otra vez al español. Y paso la palabra también directamente. Ich gebe damit das Wort jetzt direkt an Stefan Blunk, Ingenieur und Consultant für RWE Technology International, Vortrag über Continuous Mining und nachhaltigeren Bergbau. Damit gehen wir über zur letzten Präsentation
vor der letzten Fragerunde. Und Herr Blunk, bitte schön, schalten Sie Ihre Kamera und Ihr Mikrofon ein. Sie haben das Wort. Okay. Herzlichen Dank, Frau Kirschner. Und ein fröhliches Glück auf Richtung Chile und alle Zuhörer hier natürlich auch in Europa. Ich werde versuchen, mein Screen zu teilen. Die Präsentation sollten Sie jetzt auf Ihrem Bildschirm haben. Ja. Okay, wie gesagt, nochmal ein herzlich willkommen zu meiner Präsentation, die über das Continuous Mining Equipment, über die kontinuierliche Gewinnungs- und Förderungstechnik als Chance für einen nachhaltigen Bergbau zu verstehen ist. Ja, vielen Dank auch an all meine Vorredner, wobei meine Präsentation vielleicht ein wenig abweicht von dem, was die Vorredner in den Mittelpunkt gestellt haben, und zwar die Elektrifizierung von radgebundenen Betriebsgewinnungsmitteln. Wie gesagt, meine Präsentation zielt im Wesentlichen mehr darauf hin, diese Gewinnungsmittel eben durch förderbandbasierte Technologie zu ersetzen, zumindest teilweise zu ersetzen. Mein Name ist Stefan Blunk, ich bin Principal Mining Engineer bei der RWE AG, genauer genommen bei der Tochtergesellschaft RWE Technology International. Ich glaube, die meisten von Ihnen wissen es. Für diejenigen, die es noch nicht genau wissen, RWE ist eines der größten Energieerzeugungsunternehmen in Europa mit vier wesentlichen Standbeinen. Das eine ist, und da muss ich kurz mal meinen Pointer zur Unterstützung nehmen, das wesentliche oder das älteste Standbein, würde ich mal sagen, ist RWE Power, welche sich im Wesentlichen mit dem Bergbaugeschäft und mit der Erzeugung von Strom aus konventionellen Energie, aus konventionellen Brennstoffen beschäftigt. Konventionelle Brennstoffe wie Braunkohle und Kernkraft. Daneben gibt es die RWE Generation, die sich im Wesentlichen auf die Stromerzeugung in Europa konzentriert. Stromerzeugung aus Gas, Steinkohle, Hydro und Biomass. Und ein neues Standbein, mittlerweile 2 Jahre alt ungefähr, ist die RWE Renewables, die sich natürlich mit der Erzeugung von nachhaltiger Energie beschäftigt. Das RWE Renewables ist eines der am schnellsten wachsenden Geschäfte bei uns im Konzern. Mittlerweile sind wir, glaube ich, im Bereich Wind, Stromerzeugung die Nummer 2 in der Welt, bei Solar auch unter den Top 10 sicherlich. RWE Technology International, wie gesagt, ist ein Tochterunternehmen der RWE und bündelt eigentlich das gesamte Engineering-Know-how des Konzerns und versucht es als Service-Dienstleistung an den Markt, an unsere Kunden weiterzugeben. Wir sind kein richtiger Zulieferer für die Bergbauindustrie, in dem Sinn, dass wir Geräte liefern, aber wir liefern wir bieten unser gesamtes Know-how an, was wir beim Betrieb dieser Bergbaugeräte über die letzten, ich würde mal sagen, 100 Jahre, 75 Jahre seit dem Zweiten Weltkrieg mit der Bandtechnologie, was wir aufbauen können. Ich bin seit 25 Jahren im Konzern, habe auch schon einige Stationen durchlaufen und arbeite, okay, vor der Pandemie habe ich 6 Jahre lang als Engineering Manager in Australien gearbeitet für IPCC, Input Crushing and Conveying Technology. Mittlerweile durch die Pandemie bin ich in Schleswig-Holstein gegroundet und arbeite als Consultant. Kurz ein Blick in unsere Betriebe. In Deutschland betreiben wir 3 Großtagebaue mit einer Jahresförderung von 100 Millionen Tonnen Kohle und ungefähr 450 Millionen Festkubikmeter Abraum. Das heißt, wir haben sehr große Tagebaue, wobei die Ausdehnung von 5 Kilometern Länge bis zu 7 Kilometern Breite sein können. Wir betreiben die sehr erfolgreich seit mehreren Jahrzehnten. Und das Wesentliche zu unseren Großtagebauen ist zu sagen, dass wir keine LKWs in der Förderkette haben. Unsere Fördertechnologie basiert ausschließlich auf
Bandanlagentechnologie auf Conveyor Technology. Und davon haben wir 250 Kilometer installiert, 250 Kilometer Förderbandanlagen mit einer Kapazität von bis zu 35.000 Tonnen die Stunde. Wie gesagt, wir haben gar keine Fördertechnik, die auf LKW oder auf dieselbetriebenen Equipment basiert in unserer Förderkette. Als RWE Technology, wie gesagt, bieten wir unsere Engineering- und Consultancy-Services weltweit an. Ein paar typische Beispiele dafür ist zum Beispiel das Operational Assistance von kontinuierlicher Fördertechnik, was in anderen Commodities als außer Kohle eingesetzt wird. Hier zum Beispiel ein Beispiel von einem Eisenerzbetrieb in Brasilien, wo das komplette Equipment strombasiert ist und es keine LKWs im Betrieb geben soll. In der Startphase des gesamten Betriebes gibt es noch ein paar LKWs zur Unterstützung. Das soll auf alle Fälle ein komplett dieselfreier Betrieb werden in der Gewinnungstechnologie. Des Weiteren, was wir machen, ist zum Beispiel das Engineering, sind Engineering Reviews und Technical Audits von geplanten oder bestehenden Anlagen. Das zielt eben dahin, dass wir versuchen, Kapazitäten zu erhöhen oder Effizienz zu steigern, um im Endeffekt den Carbon Footprint zu reduzieren. Oder was auch im Moment ganz en vogue ist, ist natürlich der Blick auf die erneuerbare Energie. Wie kann ich die erneuerbare Energie mit dem konventionellen Bergbau kombinieren? Hier zum Beispiel ein Solarfeld, was eventuell ein Trolley-System mit Energie versorgen könnte. Wenn wir zum Thema dieser Präsentation kommen, die Chancen für einen nachhaltigen Bergbau durch kontinuierliche Fördertechnik, stellt sich die Frage, ob die kontinuierliche Fördertechnik, das Continuous Mining Equipment, CME, ein nachhaltiger Ersatz sein kann für die konventionelle LKW-basierte Technologie im Hinblick auf CO2-Emissionsreduktion. Aufgrund der Kürze dieser Präsentation werde ich sofort mit den Antworten beginnen. Aus der Sicht von RWE kann natürlich strombetriebenes, kontinuierliches Förderequipment, Gewinnungs- und Förderequipment, was auch das Inbuilt Crushing and Conveying System mit impliziert, kann natürlich substanziell und nachhaltig den Greenhouse Gas Emission Footprint gegenüber einem dieselbasierten Betrieb reduzieren. Allerdings unter ein paar Rahmenbedingungen. Wir sagen, dass die Massenbewegung in dem Tagebau relativ hoch sein sollte, um die Implementierung von Bandanlagentechnologie zu rechtfertigen. Relativ hohe Umsätze sind in Chile in den Kupferbergwerken natürlich vorhanden. Es ist ja auch nicht immer nur das Mineral, sondern auch der Abraum, der bewegt werden muss. Also kommen ziemlich schnell hohe Massen, die bewegt werden müssen im Bergbau zusammen. Dann, wenn das so ist, lohnt es sich schon mal Richtung kontinuierlicher Fördertechnik zu blicken. Weiterhin ist es wichtig, dass wir eine vertikale Transportkomponente in dem Transportprofil haben. Wenn alles nur ebenerdig transportiert werden würde, wäre der Vorteil von Strom oder von mit Strom angetriebenen Bandanlagensystem nicht ganz so drastisch. Die Lebenszeit des Betriebes soll natürlich lang genug sein, um die etwas höheren Investitionen am Anfang abschreiben zu können. Und das Wichtigste ist natürlich, dass der Strom, das haben wir auch vorher schon gehört, auch von der Frau Wunderlich, dass der Strom, der produziert wird, auf alle Fälle eine erneuerbare Energiekomponente beinhaltet. Es macht keinen Sinn, einen dieselbetriebenen Truck durch eine Bandanlage zu ersetzen, wenn die Bandanlage mit Braunkohlenstrom angetrieben wird. Da würde es im Hinblick auf die CO2-Reduktion zu keinem großen Vorteil kommen. Wenn man eine Bandanlage implementiert und dadurch eine gewisse Anzahl an LKWs aus dem Betrieb herauslösen kann, gibt es sicherlich auch noch ein paar andere positive Nebeneffekte.
wie zum Beispiel, wir könnten dadurch den Bergbaubetrieb zu einem höheren Grad automatisieren. Wir würden die Staubemissionen und den Wasserverbrauch in den Betrieben reduzieren. Wir können die Betriebskosten reduzieren. Kommt natürlich immer darauf an, wie das Verhältnis zwischen Dieselpreis und Strompreis ist. Aber generell gesagt könnte man sagen, dass die Betriebskosten reduziert werden. Und wir würden die Abhängigkeit für mögliche Carbon Taxes reduzieren, wenn wir einen erhöhten Anteil an eben erneuerbaren Energien in der Stromversorgung haben. Letztendlich müssen natürlich immer Technologien ausbalanciert werden im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit und auf den CO2-Footprint. Aber wie gesagt, der CO2-Footprint rückt immer mehr ins Licht der Öffentlichkeit. Es wird sicherlich immer teurer werden, CO2 zu emittieren. Insofern kann strombetriebenes Equipment einen Vorteil haben gegenüber dieselbetriebenen Equipments. Ein bisschen Theorie. Ich glaube, die aufgrund der Zeit, die sparen wir uns dahinter. Was ich Ihnen vielleicht noch mal ganz kurz zeigen wollte, ist natürlich ein Vergleich zwischen den spezifischen CO2-Ausstößen von, ich sag mal, Diesel- und Benzinbetriebenen Equipment und elektrisch betriebenen Equipment. Und hier sehen wir auch wenn die Einheiten nicht hundertprozentig miteinander passen, aber die Größenverhältnisse stimmen, aber passen übereinander, sehen wir zum Beispiel, wenn wir Diesel einsparen würden und das die gleiche Energieeinheit mit Kohle ersetzen würden, dass wir nichts an CO2-Ausstoß wirklich sparen würden. Erst wenn wir auf die erneuerbare Energieschiene gehen, schaffen wir es wirklich, den CO2-Footprint zu reduzieren. Hierfür haben wir uns auch mal ein paar Modellrechnungen durchgeführt. Und zwar haben wir angenommen, dass wir in diesem Fall aufgrund der Einfachheit erst einmal eine Strip-Mine zu Rate gezogen, als Hintergrund genutzt haben und geguckt haben, wenn auf einer Strip-Mine oder in einer Strip-Mine eine Transportkette, die auf einer Bench um den Tagebau herum auf die Verkippungsseite geht und mit Shovel and Truck betrieben wird, wenn wir diese durch kontinuierliche Fördertechnik ersetzen würden, was würden wir dabei an Greenhouse Gases einsparen? Als Ergebnis kann man sagen, wenn wir zum Beispiel eine vollmobile oder eine kontinuierliche Gewinnungs- und Fördertechnikkette mit einer vollmobilen Brecheinheit implementieren würden, könnten wir die Greenhouse Gases um 34% in etwa reduzieren oder sagen wir mal um ein Drittel. Das Gleiche geschieht mit den Betriebskosten über einen Zeitraum von 20 Jahren. Wenn wir auf die Investitionskosten gucken, sehen wir, dass natürlich am Anfang die Investitionskosten ein wenig höher sind, aber über eine Laufzeit von 20 Jahren in etwa gleich sind wie im Vergleich zu einem konventionellen Shovel-and-Truck-Betrieb. Wenn wir aber sagen, wir wollen ein wenig Flexibilität behalten auf der Abbauseite, dann könnten wir zum Beispiel semi-mobile Input-Crushing-and-Conveying-Systeme einführen, wo, ich sage mal, die erste Meile von dem Bagger bis hin zum Brecher noch mit LKWs überbrückt wird. Natürlich sind dann die Greenhouse-Gas-Einsparungen nicht ganz so groß wie bei einer vollmobilen Anlage, weil wir ja immer noch dieselgebundenes Fahrzeug haben. Die Betriebskosten sinken auch nicht in dem großen Maße und die Investitionskosten steigen dann doch im Vergleich zur konventionellen Technologie. Allerdings ist diese Modellrechnung darauf aufgebaut, dass wir einen Energiemix angenommen haben, wobei 2/3 immer noch aus konventioneller Energie erzeugt worden ist und nur 1/3 aus erneuerbarer Energie. Natürlich gehen wir alle davon aus, dass in Zukunft der Anteil der erneuerbaren Energie am Energiemix zunehmen wird. Insofern würde sich dann auch das eben gezeigte Bild des semimobilen Einsatzes weiterhin zur Bandanlage verbessern. Also dass der Greenhouse Gas Footprint weiter reduziert wird, dass die Betriebskosten weiterhin reduziert werden. Auf der Investitionskostenseite können wir sicherlich nicht ganz so viel machen. Wie gesagt, alles, was ich gezeigt habe, ist keine NPV-Kalkulation, kein
ist nicht Financial Model basiert, ist ein reines Kostenmodell gewesen. Es sind nur die Direct Jobs Cost A berechnet worden, keine Entwässerungskosten, kein Drilling and Blasting. Das, denke ich, ist bei einem Vergleich vernachlässigbar. Und wie gesagt, es sind noch keine Carbon Taxation, keine CO2-Steuern berücksichtigt worden in den Modellrechnungen. Es gibt sozusagen in diesem Modell, wie gesagt, dieses Bergwerk ist spezifisch. Für dieses Modell gibt es sowohl Limitierungen als auch Chancen, die wir sicherlich für jedes andere Bergwerk im Detail untersuchen können. Und letztendlich, womit ich gerne abschließen möchte, ist, natürlich bieten wir, wie gesagt, unsere Services der gesamten Bergbauindustrie an. Wir beziehen unser Wissen aus unseren eigenen Betrieben, aus unseren eigenen erneuerbaren Energiepark zum Beispiel. Und ja, wir bieten alles als Engineering- und Consulting-Services an, um zu zeigen, dass wir nicht nur versuchen, irgendwas an irgendjemanden zu verkaufen. Hier nochmal abschließend ein Bild von unserer Innenmine, die zeigt, dass wir auf einer rekultivierten Außenkippe eine Photovoltaikanlage planen, um eben unseren Strom, der dann die Bandanlagentechnologie in diesem Tagebau befeuert, mit grüner Energie zu verbessern. Das war es von meiner Seite aus. Vielen Dank nochmal und ja, damit zurück an Frau Kirschner. Danke, Herr Blum. Muchas gracias. Danke, Herr Blum. Vielen Dank, Iris. Ich weiß nicht, wie wir jetzt weitermachen mit den Fragen. Wir haben viele Fragen. Okay, mit Fragen und Antworten. Also wir haben viel Aktivität in der Sektion Fragen und Antworten. Momentan haben wir gar keine offene Frage. Ich glaube, wir haben ja schon sehen können, dass die Lösung zwischen erneuerbaren Energien und der Nutzung dieser Energie für elektrische Lösungen, damit haben wir schon eine gute Methode für die Senkung der Emissionen im Bergbau. Um die Emissionen zu reduzieren, wie zum Beispiel mit den Transportsysteme oder Fahrzeuge. Ich glaube, wir sind auf guten Wege zu einem nachhaltigen Bergbau. Und von meiner Seite, das wäre alles, denn die Fragen und Antworten haben schon ihre eigene Dynamik. Die Dynamik der Fragen und Antworten, die generiert sich gerade selbst. Okay, also, auf jeden Fall, wenn Sie Fragen haben oder wenn Sie Kontakt aufnehmen können mit den verschiedenen mit uns oder den Teilnehmern, können Sie das über unsere Webseite kontaktieren und finden dort auch die Kontakte der Unternehmen. Also hiermit kommen wir zum Ende der Veranstaltung. Heute haben wir ganz unterschiedliche Projekte und Lösungen gesehen, die beitragen können dazu, dass die Bergbau und vor allen Dingen Transport und Logistik nachhaltiger werden und wichtige Schritte zur Dekarbonisierung machen, um die nationalen Klimaziele zu erfüllen, aber auch die internationalen Ziele erreichen zu können in der Dekarbonisierung. Alle, die mehr darüber erfahren möchten zu diesem Thema, möchten wir einladen zum Webinar der GIZ Transport, Niedrigemissionstransport für den Bergbau, das morgen stattfinden wird. Und wir möchten allen Teilnehmern noch einmal danken für ihre interessanten Präsentationen. Vielen Dank an den Staatssekretär des Bergbauministeriums für seine Einführungsworte, auch an Cornelia Sonnberg und alle Zuhörern und Zuschauern aus Deutschland, Chile und anderen Ländern. Oft aus aller Welt. Die Präsentationen sind verfügbar auf unserer Webseite in den nächsten Tagen. Und damit verabschieden wir uns und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Alle einen schönen Tag und einen schönen Abend. Bis bald. Dankeschön.